Ich habe mich schon langsam gefragt, wo Sie wohl bleiben. War die Seifenkiste ein Erfolg? Sogar mehr als das, Herr Junker. Es ist der Hammer! Also das nenne ich meine Seifenkiste. Walter hat ihn noch mit ein paar neuen Sachen verbessert. Das ist nicht zu übersehen. Also, wer von euch hat ein bisschen Appetit? Ich auch. Ich glaube, es wird Zeit, dich zurück zur Werkstatt zu bringen, Leo. Möchtest du mit dem kleinen roten Traktor mitfahren? Oh ja, bitte. Bis später. Nachher. Das ist wirklich ein Prachtexemplar. Erinnert mich an früher. Wumm, wumm. Wumm, wumm. Oh. Oh, 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 Mann. Oh, ich weiß nicht, wie man das Ding anhält. Oh, wie hält man das bloß an? Dem Himmel sei Dank, er steht. Schlamm, sehr, sehr schlammiger Schlamm. Und ich habe immer noch meine nagelneuen Schuhe an. Ist da jemand? Hilfe! Ja, Onkel Jasper ist nicht gerade ein toller Koch. Es gibt nichts Schlimmeres als angebrannte Fischstäbchen. Doch, gibt es. Schwarze Pommes und angebrannte Bohnen. Ja, und... Hey, wo ist die Seifenkiste? Herr Junker ist auch weg. Jan, die Gutshofrakete ist weg. Onkel Jasper auch, Jan. Ist auch nicht mehr da. Was ist denn, Jan? Ihr glaubt doch nicht... Was? Ihr glaubt doch nicht etwa, dass Herr Junker mit der Gutshofrakete unterwegs ist, oder? Ich hoffe nicht. Er weiß ja gar nicht, wie man sie fährt. Das ist doch nicht schwer. Ich weiß. Aber was ist, wenn Onkel Jasper genauso fährt, wie er kocht? Kommt mit. Lasst uns mal nachsehen, wo wir ihn finden. Sieht aus, als wäre er hier entlang gekommen. Da liegt ein Schutzblech. Und da ist das Auspuffrohr. Ach, ja. Wenn jetzt nicht bald jemand kommt, dann gibt es nur eine Lösung. Dann muss ich wohl tatsächlich meine Schuhe dreckig machen. Was war das? Hallo? Das klingt wie... Ja, das ist der kleine rote Traktor. Ich bin hier. Hilfe! Hilfe! Nanu, habt ihr das gehört? Onkel Jasper, was ist denn passiert? Würden Sie mir bitte erstmal hier raushelfen? Aber klar. Ich glaube, wir müssen Sie da wohl rausziehen. Es ist ziemlich matschig hier. Ich weiß. Du hast die Gutshofrakete ganz schön kaputt gemacht, Onkel Jasper. Ich weiß. Es tut mir leid. Aber den kriegen wir schon wieder hin, wenn ich erstmal raus bin. Hier, fangen Sie das, Herr Junker. Jetzt. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's. Schön langsam. Ja, sehen Sie nur! Entschuldigung, Herr Junker. So, jetzt ist er wieder so gut wie neu. Ah, ihr habt ihn wieder hergerichtet. Aber diesmal habt ihr sicher doch auch an Bremsen gedacht. Er hatte auch vorher schon Bremsen. Tatsächlich? Wieso bin ich denn dann im Matsch gelandet? Vielleicht haben Sie die Bremsen nicht benutzt. Und wenn der kleine rote Traktor dir nicht geholfen hätte, würdest du da immer noch festsitzen, Onkel Jasper. Stimmt wohl. Danke, kleiner roter Traktor, du hast mich gerettet. Und auch meine Schuhe.